Wenn ich anfange zu zappeln, musst du mich wegholen von dem Teil. Bruder, hab mal keine Angst. Gut, dann schnapp ich mir mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bastelsaale. Heute legen wir Strom, LAN und wir legen die Fritzbox von unten nach oben, oder die TAE-Dose. Ja. Mit dabei ist Jonas, weil er ist der Einzige hier, der Ahnung hat von Strom. Darum hilfst du mir. Vielen Dank dafür schon mal. Ziel ist, dass wir später alles auf diese Trassen da oben gelegt haben. Und dafür habe ich was gebaut. Gib mir eine Sekunde. Und zwar ist dieses wunderschöne Brett. Das passt hier oben drauf, auf diese Trasse. Und dann kann man hier das Nass draufstellen und da vielleicht irgendwie das Patchpanel und den Switch und so draufschrauben und auch vielleicht noch was bauen, dass das so ein Regal ist und so. Ich dachte mir, es ist vielleicht nicht schlecht, die Basis zu haben. Wir müssen noch kurz im Baumarkt, aber davor machen wir kurz einen Check, was wir alles haben. Hier, guck mal, das ist so eine Tischdose. Zwei Strom, einmal USB-C, USB-Netzwerk und HDMI. Dann haben wir Cat7-Kabel, 100 Meter oder sogar 200 Meter. Dann haben wir das Ganze hier nochmal. Dann haben wir Steckdosen. Dann haben wir noch mehr Steckdosen. Dann haben wir LAN-Dosen. Noch mehr LAN-Dosen, noch mehr LAN-Dosen. Noch eine Steckdose. Dann haben wir noch so einen Stromwürfel. Ja, okay. Und dann haben wir noch ganz viel Stromkabel. Oh. Das sind 1,5 und das sind 2,5. Was ist das? Netzwerkkabel, Patchpanel, Verlegedingsbumses. Ja. Patchfeld. Was macht man damit? Damit verdrahtet man das Kabel mit einem LAN-Port, würde ich sagen. Das heißt, die Kabel kommen da hinten rein? Genau. Und dann kannst du da... Und dann können wir die vorne sozusagen verbinden. Oder auch zum Router führen. Genau, verbinden oder zum Router. Cool, okay. Got it. Und dann haben wir noch viele Hilfsmittel, um Kabel zu verbinden. Vago-Klemmen. Genau. Ich habe hier noch so einen Rest von Regips-Schrauben. Die müssen eigentlich reichen, oder? Alles Regips. Okay, dann. Was sagt man? Regips. Ich weiß auch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es Regips oder Regips heißt. Okay, dann brauchen wir nur Klemmen. Und Rohre. Okay, und jetzt zeigen wir euch noch kurz, wie es aktuell aussieht bei uns. Weil das ist ein Desaster. Auf geht's. Das hier ist gerade unsere Fritzbox. Und ich glaube, man kann gut erkennen, warum sie nicht mehr neben der Säge stehen sollte. Das Grundproblem ist aber, dass die Fritzbox-Dose hier ist. Und die muss nach oben. Ja, warum die unten ist, keine Ahnung, warum das Sinn macht. Und der Strom für oben, kein Scherz, der geht hier lang, dann geht er hier weiter, geht kurz in den Boden rein, kommt wieder raus, geht da unten durch, kommt hier raus, geht dann von da auf den Tisch und dann geht er weiter zu diesem Heizlüfter, dann zu diesem Tisch und dann geht er hier weiter. Auf diesen Tisch, das darf man auch keinem zeigen eigentlich, gell? Und dann geht er hier weiter, da ist ein weiterer Knotenpunkt und dann auf diesen Tisch. Und das ist das Ende der Kette. Jetzt mag manch einer bemerkt haben, dass das vielleicht etwas unvorteilhaft ist, so viele Dosen zu verknüpfen. Und darum fixen wir heute dieses Problem. Ich würde vorschlagen, ab in den Baumarkt. Okay, wir waren im Baumarkt. Haben das nochmal besser geplant. Wir werden jetzt von unten Strom nach oben legen über zwei Sicherungen. Eine für das NAS, den Router und so weiter und die andere für den Bürostrom. Und dadurch sparen wir uns extrem viel Arbeit, weil wir dann hier oben über die Trasse gehen können, die es eh schon gibt. Wir können den Würfel hier oben langlegen. Ist perfekt. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz runter und gucken uns nochmal an, was wir davor haben. Hier sind alle Leerrohre, die wir brauchen werden, sind viel mehr, als wir brauchen. Den Rest bringen wir zurück. Dann haben wir hier zwei Sicherungen. Die guten 16 Ampere. B ist für Elektrogeräte. Das weiß ja jeder eigentlich, oder? Leitungsschutz. Leitungsschutz, sag ich doch. Und damit wir nicht sterben, hier ein Spannungsprüfer. Hier ist der Sicherungskasten. Wir legen jetzt von hier nach oben Strom, gehen dann weiter an die Decke. Und hoffen, dass wir vorankommen. Auf geht's. Und, was siehst du? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, jetzt können wir einfach testen, theoretisch, wo der Strom herkommt.
Der kommt unten rein. Ich glaube, der wird über diese Schiene hier gebrückt. Hier könnten wir theoretisch spannungsfrei dran arbeiten. Weil theoretisch müssen wir uns ja nur eigentlich hier unten dran klemmen. Das ist unser Ziel. An eine Phase uns dran klemmen. Das heißt, wenn wir es schaffen, unten einfach eine Phase reinzukriegen, dann haben wir es eigentlich schon. Okay. Aber da muss es doch irgendwas geben, oder? Von Ratio Farm zum Beispiel. Was? Also wir kontrollieren hier nochmal, dass die Phasen alle tot sind. Wenn ich anfange zu zappeln, musst du mich wegholen von dem Teil. Bruder, hab mal keine Angst. Aha, ist das Blitzer-App, ne? Nee. Ja, dann müssen wir jetzt halt einen Draht reinschieben. Und das ist safe. Hm? Das ist safe, das würde man auch so machen, als Fach. Mann. Ja, safe. Dann gehen wir jetzt hoch. Da gehen wir jetzt hoch und machen oben von dem was weg, oder? Am anderen Ende. Ja. Dann abisolieren. Oh. Haben wir 230 Volt. Und das wollen wir. Geil. So. Jetzt macht die sich schon mal aus. Nice. So. Nice. Okay, nice, nice, nice. Schön an meiner Halsschlagader vorbei. Hauptader vorbei. Wie viel brauchen wir davon? Und mehr? Wir kaufen kurz eine Abisolierzange. Bis gleich. Kuckuck, hallo? Jonas, eine Frage. Warum ist es wichtig, immer zu prüfen, ob der Strom wirklich aus ist? Dass wir nicht verbrennen. Ach so! Okay, genug gespaßelt, wir arbeiten hier an Starkstrom. Ja, an alle Zuschauer, der Jonas hat wirklich einen Elektriker, also er ist ein Fachmann. Ja, da musst du echt aufpassen, weil du bist gerade schon gegen eine Starkstromleitung gestriffen. Alter, das ist ja ein geiles Gerät. Fürs Protokoll, jetzt haben wir zwei Adern von da oben hier reingeführt. Cool, alright. Dann machen wir jetzt den Sicherungskasten zu. Alter, ich würde sagen, wir haben jetzt Versicherungen eingebaut, die auch funktionieren. Den Stromkasten wieder fachmännisch gesichert, sogar dokumentiert, was drin ist. Jetzt machen wir kurz hier oben zu und dann geht's oben weiter. Alright. Wir sind jetzt fertig, das heißt, unten ist alles durch. Der Stromkasten ist wieder zu, der Sicherungskasten. Wir haben jetzt hier oben zwei Leitungen, die jeweils an zwei Sicherungen hängen. Genau, wir haben jetzt die beiden Leitungen da oben. Die legen wir hoch auf die Kabeltrasse und dann werden wir Leerrohre hier hochziehen an den Balken entlang. Und dann können wir auf der Wandseite die Steckdosen für die Schreibtische montieren. Heißt, in der Mitte eine Dose und dann geht es nach links und nach rechts und ums Eck rum. Genau. Und dann ist nachher noch der Plan, ja da hinten den Router und das NAS-System und so weiter hinzumachen. Das heißt, da werden wir auch noch eine Steckdose und ein Kabel hinziehen. Und dann werden wir nachher noch in die Leerrohre die LAN-Kabel ziehen. Let's go, ja. Gut, dann schnapp ich mir mal. Okay, dann alles wie bisher, oder? Jetzt bin ich aber gespannt, ob es nochmal raushaut, ne? Mhm. Ich schneide. Zur Erklärung, es ist, weil der N und PE zusammenkommt. Okay. Alles. Ihr weißt, was diesmal gereicht hat? Die sind beide gegen diese Aluminiumleiste oder was auch immer das ist. Ich schraube mal kurz eine Sache fest, okay, und dann. Ich bin
so dumm manchmal, ich bin so dumm. Ich hab falsche Zeit in den Aufgang, zack, zack, am Ende. Das sind so viel. Ja, ich kann mich nicht artikulieren. Das ist auch zu lang. Von dem. Guck mal, der ist sogar schon einfach von dem alten Ding, wo es herkommt, einfach vorgebohrt. Jonas? Ja. Darf ich dir als Elektriker noch eine Frage stellen? Ich kenne einen Witz. Mit welchem Rohr üben Elektriker in der Ausbildung? Weiß nicht. Mit dem Leerrohr. Ich wollte Glasrohr sagen. Gut. Back to business. Scusi, 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 scusi. Fünfzehn Zentimeter sind ziemlich genau so viel übrigens. Sollen wir einfach nachher einen Döner bestellen oder so? Ich habe gerade hier die Steckdose von da hinten hier verdrahtet an die Verteilerdose und hier kommt nachher das Kabel für den Stromwürfel, der da hinten liegt. Da, und Thomas ist verwirrt. Wir müssen auch drei SD-Karten. Zeit für einen kurzen Zwischenstand. Hallöchen. Hier oben sind jetzt die Stromkabel gelegt. Wir haben 3 von 4 LAN-Kabeln da durchgezogen. Jonas ist gerade dabei, die Steckdosen zu verdrahten. Hier ist eine, da drüben ist eine. Dann müssen wir noch das Patchpanel verdrahten und diesen Würfel. Alles klar, das war ein kurzer Zwischenstand. Weiter geht's. Falsche Seite. So. Okay, das sind die Aderpaare. 20. Ist schon praktisch. Irgendwas. Okay, das war's. Hey Jonas! Warum lügt der eigentlich Strom? Warum hast du deine Maske auf? Weiß ich nicht. Strom liegt. Jonas, danke. Was war das? Ah. Ich dachte, das war eine GoPro. Der Strom liegt, wir kümmern uns gerade um Netzwerk. Jonas macht jetzt noch die restlichen 3 Buchsen fertig. Ich mache währenddessen das Patchpanel fertig. Auf geht's. Ey Jonas, kurze Frage. Wie hieß eigentlich der erste Film über Kabelabmantlungen? Keine Ahnung. Mantler. Einfach nur. Udo, das war nix, gell? 5 cm. Gut, ich bin auch schon fertig gebaut, ich bin ganz fertig. Noch einmal umziehen. So, ich glaube, ich bin fertig. Wir können einen Funktionstest machen, wenn Sie auch fertig sind. Ich bin online! Nice! Jonas, we made it. We fucking made it. Oh, ich bin so dämlich. Wir haben alle Dosen verdrahtet. Alle LAN-Dosen. Hier ist sie schon drin. Ich mache gerade noch ein Kabel für nach unten. So, jetzt macht Jonas noch diesen Würfel da oben hin. Und wir ziehen Internet nach oben. Und dann ist Feierabend! Also, auf geht's. So, ich bin wieder im Saal. 2 Tage, nachdem wir den Strom gebaut haben. Es ist offensichtlich nichts niedergebrannt. Das heißt, dass Jonas wohl gute Arbeit geleistet hat. Ich werde mich jetzt noch darum kümmern, ihr ein bisschen aufzuräumen. Und bevor ich das mache,
werde ich aber noch diese Tischports in die Tische installieren. Alles klar, auf geht's. Viel Spaß mit der Teilen. Oh, hier bin ich richtig fett die Birne angehauen, Alter. Tische sind verkabelt, hier habe ich ein bisschen Scheiß gebaut. Das muss ich mal irgendwann noch mal ein bisschen hier, naja. Aber hier drüben ist es perfekt geworden. Da wurde ich dann zu übermütig. Naja, it is how it is. Und jetzt wird hier kurz aufgeräumt, alles gesaugt. Und dann melde ich mich mit einem großen Zwischenstand. Again, because it seems like every time I get ahead. Oh mein Gott, wir sind fertig. Ich habe jetzt hier aufgeräumt. Guckt euch mal an, wie geil das jetzt hier aussieht. Hier ist kein Kabel mehr auf dem Boden. Hier ist kein Kabel mehr. Hier oben unser Netzwerkspeicher, der Router, der Switch und so weiter. Alles versorgt, man kann nicht drüber fliegen. Strom direkt zu dem Büro. Hier hinten Strom. Und hier genauso. Netzwerk und Strom. Richtig geil. Ja, und ich habe die Gelegenheit genutzt, hier mal generell aufzuräumen. Darum ist hier links, hier rechts alles leer geworden. Hier links diese ganzen Kisten. Dazu kommt demnächst auch noch ein Projektchen. Geil. Geil, 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 geil. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Danke, Jonas, für deinen Support. Ohne dich wäre das hier nicht so geil geworden. Wenn euch unsere Videos gefallen, drückt auf Subscribe. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr unser Büro so findet. Hab mich gefreut, haut rein, bis dann!